accommodate Jews. And on the last page, the one before the last, the censorship of letters is discussed. Bei dem Lager Theresienstadt, dass sie mit Postsachen nichts zu tun hatten unter Überwachung. Wollen Sie erklären, wie Sie nun hier mit dieser Sache zu tun haben? Witness, you said yesterday that in regard to Theresien camp, you had no hand in the matter of censorship of mail and similar matters. Can you explain what was your part in this case? In diesem Fall war diese Vorbeugungsmaßnahme reichswichtiger Natur, denn das Datum vom 5. November 1943 und die Nähe Hollands am Feind, damaligen Feind England waren die Triebfedern dieser Vorbeugungsmaßnahmen. Während im Protektorat, das im Herzen des damaligen Reiches gelegen war, solche Gefahren nicht bestanden, bestanden sie hier sehr wohl und daher musste das Reichssicherheitshauptamt zu einer solchen Maßnahme greifen. Ich komme zu Dokumenten. Wenn ich kreise, in this case, it was a preventive measure in a matter which was essential to the Reich. One sees that the date is the 5th of November 1942, and Holland's proximity to the country which was then the enemy, namely England, that added significance and importance to such preventive measures. It was not the same in the protectorate area, which was in the heart of the Reich. There no danger existed, whereas here definite danger existed, and therefore the head office of Reich Security had to take these preventive measures. Verständnisnahme darf ich noch bemerken, dass die ganze Angelegenheit von der Auslandsprüfung an das Reichssicherheitshauptamt herangetragen worden ist und hier gemäß dem Dienstweg sicherlich über das Amt 6 Spionage und Kontraspionage kam und dementsprechend dann zum Schluss vom Amt 4 behandelt werden musste. To sum up and to explain this whole matter a little more, I would like to say this whole matter of the censorship over foreign correspondence, I would like to say this. This must have been brought into the head office of Reich Security through Office 6, which was in charge of intelligence and counterintelligence. And then, of course, the head office of Reich Security had to act. 161. Das ist wieder ein Schreiben von Zoepf. Mismach haba taf 561. A letter from Zoepf again. Vom 11.11.43 über eine Besprechung vom 10.11.43 unter Teilnahme von Eichmann, Hahnemann und Zoepf. This is dated the 11th November 43 in regard to a meeting held on the 10th of 11, 1943, where Obersturmbannführer Eichmann, Hahnemann and Zoepf were present. Händler, Arbeiter und sonstige Spezialisten. Hier ist wesentlich auf Seite 2 zu Punkt E die endgültige Entscheidung durch den Reichsführer SS auf Vorlage durch das Reichssicherheitshauptamt bleibt vorbehalten. This is a memorandum in regard to dealers and workers in the diamond industry, and the second paragraph on page 2E is important. The final decision
is reserved with the Reichsführer SS, and this as a result of the way it was put by the head security office. Urkunde 1352. The following document is T563, original number 1352. Als weitere Judenbearbeitung. Diesmal ist dabei der höhere SS- und Polizeiführer Naumann. This again is a discussion of the same day regarding the treatment of Jews, and at this meeting, Brigadeführer Naumann is present. Ist hier in einer Reihe von Punkten aufgeführt, das Programm, wie man vorgehen will. There is a list of items taken up and the way how to advance. Das heißt doch, gemäß Mitteilung des S-Gruppenführers Glücks werden die Kirschner und so weiter am 13.11.43 nach Auschwitz abgeschoben. Worthy of mentioning is paragraph C, where it says that in accordance with the information received from Glicks, on the 13th of November 43, the fur dealers, farriers, will be sent off to Auschwitz. Ergab sich die Zuständigkeit des S-Gruppenführers Glücks hier in dieser Angelegenheit. My question to the witness, why this discretion of SS Gruppenführer Glücks in the matter? SS Gruppenführer Glücks war der Chef der Amtsgruppe D, Inspektion des Konzentrationslagerwesens im Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt. Und hier wird es in diesem Dokument bestätigt, was ich bereits schon einmal gesagt habe, nämlich, dass die Zielstationen und das Nähere drum und dran nicht vom Reichssicherheitshauptamt aus bestimmt und angeordnet wurden, sondern vom Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt aus. SS-Gruppenführer Glücks was a member of Division D in office in the Office for Administration and Economic Affairs, and was in charge of concentration camps. This document confirms a previous assertion of mine that it was not the head office of Reich Security, but the head office of Administration and Economic Affairs that determined the terminal points, the destinations for the deportations and all the rest of the stuff connected with that. Dass sie selbst nach Holland fuhren zu dieser Besprechung. Was there anything special which brought about your trip to Holland to this meeting? Von all den hier angeführten Punkten habe ich eine direkte Erinnerung nur noch an die Tatsache oder an die Vorstellung der Diamantenspalter. Da weiß ich, dass um jene Zeit eine ziemliche Aktenbewegung im Gange war. Of all the points that are mentioned here, I have a direct recollection only of the business of these diamond polishing experts, and there was a lot of motion of correspondence about the matter at the time. You cannot remember any special instruction or direction. Die Tatsachen feststellen, um sie zu berichten, ja. Denn es ergibt sich ja hieraus, dass ich selbst nichts entscheiden konnte. It is obvious that I had to be on the spot to investigate the matters and report about them. Certainly I could not have made any decisions on my own. Das nächste Dokument, TAF 571. Es ist ein Schreiben von Eichmann vom 11. Dezember 42 an das Auswärtige Amt. This is Eichmann's letter to the Foreign Ministry of the 11th of December 42. Es ist hier gesagt, dass im ersten Absatz am Ende bei Vorliegen eines positiven Reichsinteresses
ist von hier nach Prüfung vorgesehen, der Auswanderung einzelner Juden stattzugeben. It says here that the intention is to permit the emigration of individual Jews if there is a positive state interest. Urkunde, weil der Zeuge gestern gefragt wurde zu den positiven Reichsinteressen. Er sagte, es sind Geldangelegenheiten. Man sieht hier durchschnittlich auf der zweiten Seite vorletzte 100.000 Franc. Aber am Schluss, in dem Sonderfall des Professors Meyer, wo 150.000 Franken geboten sind, wird abgelehnt aus den besonderen Gründen, weil es ein Intellektueller ist. I refer to this document because the accused was asked yesterday about the definition of the positive state interest. Here we see that the main concern was the payment of monies. The second, last paragraph on page 2, there is an average amount of 100,000 francs. But yet, in the last paragraph, there is a refusal to the emigration of Professor Meyer. Although he offered to pay 150,000 Swiss francs, and this because the man is considered an intellectual. Judge Halevi, can the accused explain this case? Herr Richter, warum dieser Antrag damals abgelehnt werden musste, ist mir heute nicht mehr erklärlich. Aber ne Marmadur, mit ne so intellektuali. Judge Halevi, but it says that because the man was an intellectual. Nur weiß ich nicht mehr, welches die spezifischen Gründe gewesen sind, warum er aus diesem Anlass abgelehnt wurde. Also jetzt ordentlich taf. Judge Halevi, but there is another document, T554. And and the original number 1484. You mentioned this letter, you made reference to this letter. A letter dated 1st of December 1942. Ah, jawohl, die Staatsanwalt Nummer 1484. Jawohl. Jawohl, hier steht's. It says in that document because he is an intellectual. I would like you to explain that. Herr Richter, ich könnte heute auch nicht mehr sagen, als wie, dass ich hier lese, weil mir der Fall selbst nicht in Erinnerung ist. Aber es steht hier, als um eine, also um einen Intellektuellen handelt, also ist die Ursache, die Tatsache, dass es sich um einen Intellektuellen handelt, Gegenstand der Ablehnung gewesen. Can you explain why it was turned down? Sicherlich hat man befürchtet, dass dieser Mann zufolge seiner geistigen Kapazität dem Reich im Ausland Schaden anstellen könnte. So nehme ich an. Denn ich selber konnte es auch nicht entscheiden. Ich hätte ja nie die Befugnis gehabt, das Angebot von 150.000 Schweizer Franc aus eigenem überhaupt abzulehnen. Diese Sachen mussten von oben entschieden werden. Und da hat man diese Bedenken sicherlich geltend gemacht. The reply of the accused. Your Honor, I can't recall this. I learn all this from the document submitted to me. The second reply, yes, these were the professional reasons. If there were any other reasons, I do not know. And third answer, this is the original document 1884. I do not remember this incident. I only infer things from the document. The refusal comes as a result of the fact that the man is an intellectual. To the last question, the following is the accused's reply. I assume that they were afraid that this man, due to his particular spiritual and moral capacities, would actually
develop activities which would be detrimental to Germany, at any rate so far as the offer of 150,000 francs is concerned, Swiss francs. I couldn't certainly have solved the matter by myself, and I had to refer this matter to my superiors, who in turn rejected the offer. Nächste Dokument ist Staff 538, Urkunde 1351. The next document, T538, original number 1351. Die Aussage des mehrfach genannten Harster vom 1. November 47, also nach dem Kriege. This is the testimony of Harster, who has been mentioned here several times before, in November 1947, that is to say after the Second World War. It is an interrogation by the Dutch police. The subject is the deportation of mental patients in the course of the evacuation of a mental hospital. On page 2 in the German text we see, it's on the bottom of the page. Rauter hat dann vermutlich nach Besprechung mit Seyss-Inquart beschlossen, die genannte Anstalt als SS-Lazarett einzurichten. Apparently, Rauter later decided, and that was after discussing it with Seyss-Inquart, to set up a sanatorium for the SS in the structures of the former mental hospital. Wegen der technischen Schwierigkeiten verbunden mit der Räumung der genannten Anstalt hat meine Dienststelle sich durch Vermittlung von Zoepf mit Eichmann in Berlin in Verbindung gesetzt. Because of the technical difficulties involved in these changes, my unit got in touch with Eichmann's department in Berlin through the intermediary of Zoepf's office. Eichmann hat dann den Befehl gegeben, dass die genannte Anstalt völlig geräumt werden muss. Zu diesem Zweck hat einen Zug beordert mit 25 bis 26 Waggons, worin die Patienten befördert werden mussten. Den Auftrag betreffend der Räumung der Anstalt und Beförderung der Patienten habe ich von Eichmann bekommen. Diesen Auftrag habe ich via Zoepf aus der Fünden zur Kenntnis gebracht und er wurde von einem von Ihnen ausgeführt. Eichmann then gave orders for the complete evacuation of the mental asylum and put a train at the disposal of the evacuation operation, a train with 25 or 26 carriages. The order to evacuate the patients and deport them I received from Eichmann and transmitted it to Zoepf for implementation. Ob diese Angabe des Zeugen Harster hier richtig ist. Now, Mr. Witness, would you like to comment as to whether this testimony of Harster is correct or not? Diese Angabe von Harster kann aus folgenden Gründen nicht richtig sein. Denn wenn der höhere SS- und Polizeiführer Rauter in den besetzten niederländischen Gebieten mit der höchsten Spitze in den besetzten niederländischen Gebieten damals, dem Reichskommissar Seyss-Inquart, beschlossen hat, diese Anstalt als SS-Lazarett einzurichten, und wenn eine Besichtigung dieser Angelegenheit vorausgegangen ist, dann brauchen diese Leute, die selber gesetzgeberische Sachen in die Wege leiteten, sich nicht eines Referenten im Reichssicherheitshauptamt bedienen, um den Befehl zur Räumung einer solchen Anstalt zu geben. Vielmehr wird es so sein, dass, und nur so kann es sein, dass Rauter bzw. Seyss-Inquart den Befehl zur Räumung gegeben haben und über dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und SSD wurde dann beim Reichssicherheitshauptamt ein Zug bestellt und mein Dezernat musste nunmehr, wie bei all den übrigen Sachen, beim Reichsverkehrsministerium einen solchen Zug erwirken und den Fahrplan dafür in Verbindung mit dem Reichsverkehrsministerium festlegen. So und nicht anders kann es gewesen sein. And this testimony can't be accurate at all, and certainly can't correspond to reality for the following reasons. When the
superior SS, SD and secret police commander Rauter give certain orders. As a result of the deliberations with SAIS Inquart, if they decide upon the establishment of a sanatorium for the SS men in lieu of the asylum for mental patients, then of course it would be inconceivable that these people who had legislative authority would avail themselves of a section in the Reich Security Head Office in order to implement their own will and their own decisions. So obviously, in order to convert this particular institute for an SS sanatorium, it was quite obvious that instructions were given by Rauter and SAIS Inquart themselves, who decided upon the conversion of the building in question. Later on, they only needed a train, and this train was ordered at a relevant department in the Reich Security Head Office, and this is how the matter was referred to my section, namely Office 4B4, and in accordance with the accepted procedure, I had to get in touch with the Transport Ministry in order to draw the departure chart of the train in question. This was the situation, and it certainly couldn't be otherwise. Nächste Dokument ist noch nicht eingereicht. Lectured about the problem of the Jews in Denmark to Hitler, and who submitted a proposal to remove all the Jews from Denmark. And then on page 5 we read, it's at the bottom of the page, war zur Durchführung der Aktion das Sonderkommando Eichmann unmittelbar unterstellt dem Amtschef 4, SS-Gruppenführer Müller, von Berlin nach Kopenhagen gesandt worden. By orders of the Reichsführer SS Himmler, the special Sondereinsatzkommando Eichmann was sent to Copenhagen, and it was directly under the jurisdiction of the Chief of Bureau 4 SS Gruppenführer Müller. The unit was sent from Berlin to Copenhagen. Wollen Sie angeben, ob Sie ein solches Kommando nach Kopenhagen geschickt haben oder selbst dort waren und wer den Befehl gegeben hat? Pokatu-Wort, dieses Kommando hatte zwei Schiffe zum Abtransport der Juden. Written that the Kommando had... President of Court, it also says here that this unit chartered two ships for transporting the Jews. Question by the Defense Counsel now. Mr. Witness, would you like to comment as to whether or not you did send such a special commando, or whether you headed such a commando yourself, or how it was? Es trifft zu, es ist der Sturmbannführer Günther mit einigen Männern des Dezernates nach Kopenhagen in Marsch gesetzt worden. And together with him, a number of soldiers left for Copenhagen. Or actually were detailed to Copenhagen by the office. Diese Inmarschsetzung erfolgte auf Befehl des Amtschefs 4 Gruppenführer Müller. Ob zu jener Zeit dieses Kommando Sonderkommando Eichmann hieß, möchte ich sehr bezweifeln, da dieser Begriff zum ersten Mal in Ungarn auftauchte. Aber im Jahre 1945 hatten sich verschiedene Angehörige der Sicherheitspolizei und SD aus irgendwelchen Gründen angewöhnt, diese Sachen 4W4 oftmals mit Sonderkommando zu bezeichnen. Ich bin mir dessen nicht bewusst, dass es um jene Zeit Sonderkommando Eichmann geheißen hätte. Es trifft ferner zu, dass es Aufgabe von Günther war, die Transportangelegenheiten zu erledigen
es trifft zu, dass er diesbezüglich auftragsgemäß zwei Dampfer oder drei Dampfer, ich weiß es nicht genau, charterte. Und es trifft auch zu, dass der Fahrplan auf dem Festland von 4B4 erstellt worden ist. Es trifft jedoch nicht zu, dass Günther die Gesamtaktion in Händen gehabt hätte. Das beweist die Urkunde 757, Staatsanwaltnummer, DAF 585, worin es heißt, die Leitung der Judenaktion in Dänemark lag einheitlich in der Hand des Befehlshabers der Sicherheitspolizei, SS-Standartenführer Dr. Mildner, der alle Anordnungen für die Durchführung erteilte. So viel habe ich zu dieser Frage zu antworten. It was done in accordance with the instructions by the head of Office 4, Gruppenführer Müller. But so far as the claim is concerned that this particular unit was dubbed Eichmann Sonderkommando, I doubt it very much. This name came to the fore, as far as I remember, only in Hungary. In 1945, there was a certain procedure followed by SD and security police people to call Sonderkommando anything that was connected with the 4B4 department. But I do not think that this was at all mentioned at that time. I don't think that in connection with Denmark any Sonderkommando Eichmann was mentioned. So far as Günther was concerned, it devolved upon him to take all preparations with regard to the transport of Jews. Therefore, he had chartered two steamers in connection with the deportation of Jews. And the Office 4B4 prepared the departure plan with regard to the deportation of Jews, but it wouldn't be accurate to state that Günther was the one who was appointed to carry out the entire operation. This transpires quite clearly from document which original number is 745, T850, in which it is clearly stated that SS Standartenführer Dr. Mildner, commander of the security police, was responsible for the entire operation and gave all the instructions pertaining thereto. Ich bekam Befehl, nach Kopenhagen zu fahren. Dies geschah nach der Aktion und meine diesbezügliche Befehlsgebung ergibt sich aus Dokumenten, die weiter die später behandelt werden. I forgot to answer the second part of the question. I too was ordered to go to Copenhagen, but I arrived there only after the operation had been implemented. This can be inferred from the documents which will still be submitted to the court. Judge Halevi, there's one more sentence here. After the failure of this operation, Eichmann and Günther, who was Eichmann's representative, told me that Himmler and Hitler were mad with fury after this failed. Himmler היו זועפים ומלאי חימה לאחר כישלון המבצע. Bitte in dem Dokument der Aussage Mildner oder in dem Dokument bitte Mildner. בעדותו של מילנר. Mildner's testimony, Your Honor. Darf ich bitten? הדף האחרון של מילנר. Auf der letzten Seite der Mildner-Aussage. Auf Mildners Testimony. Der Maler. Oben. Above. It is a handwritten document. It's rather difficult to decipher it. Ich habe meine letzte Seite Nummer 7. Endet mit dem Satz, da die Judenaktion in Dänemark vollkommen fehlgeschlagen war,
und geht dann nicht weiter. I have only the last page, namely page number 7, where it is stated that the Jewish measures had failed miserably in Denmark. Herrscht in Berlin beim Chef der Sicherheitspolizei des SD, Dr. Kaltenbrunner, beim Amtschef 4, Gruppenführer Müller, große Erbitterung gegen Dr. Best und mich. Hitler und Himmler voll sollen getobt haben, erzählten wir Eichmann und Sturmbannführer Günther, der Vertreter von Eichmann. Ich habe es gelesen, dass das so geschrieben war. Ich habe es auch im Reitinger gelesen. Ich habe aber damals nichts davon gehört und ich glaube, das ergibt sich auch aus den amtlichen Dokumenten von dem Reichsbevollmächtigten Dr. Best, die späterhin meine Anwesenheit in Kopenhagen dem Auswärtigen Amt gegenüber bestätigen und wo Dr. Best festlegt, was der Grund meines Dortseins gewesen ist. Das könnte ein schwacher Hinweis sein darauf, wenn ich eine schwache Unterstützung sein daraufhin, wenn ich sage, dass ich von dem Toben und von der Erbitterung und so weiter nichts gehört habe. Aber Pishu, who Mr. Mech Alecha, Al-Dwarecha? But he refers to what you said, says Judge Alecha. Trotzdem er es von Ihnen gehört haben soll. Obwohl sich Mildner auf mich bezieht, jawohl. Nur glaube ich, das ist eine Aussage von Mildner, als er selbst im, ich glaube, Untersuchungsgefängnis oder irgendwie gewesen ist. Und er legt hier in diesem Bericht, so viel ich glaube, den Schwerpunkt darauf, dass er, bevor die Aktion in Angriff genommen wurde, sofort nach Berlin flog, um dem Amtschef 4 Gruppenführer Müller, beim Amtschef 4 Gruppenführer Müller Vorstellungen zu erheben und Bedenken anzumelden. That means to say in a nutshell that you didn't say to him that Himmler and Hitler were so terribly indignant at what happened. Nein, denn ich habe es zu jener Zeit gar nicht wissen können. המובאה אשר מתוך המסמך. This transpires from the document, page 8, I'm sorry, page 9. מאחר ונכשל כישלון חרוץ. As the entire anti-Jewish operation in Denmark failed altogether. הייתה מרירות. There was indignation in the heart of the SD commander, Dr. Kaltenbrunner, and head of office for Mr. Miller against Bess, the plenipotentiary of the Reich. I heard from Eichmann and Sturmbannführer Günther, his deputy, that Hitler and Himmler were foaming at that time and indignant at what happened, unquote. Yes, I perused it here in the text. I also read Reitinger's book, but at that time I didn't hear anything about the matter at all. This may be corroborated in the report by Dr. Best submitted to the Foreign Ministry with regard to my presence in Copenhagen and the reasons for my presence there and the circumstances thereof. I understand that Mildner's testimony was not taken in connection with my person, but the point of gravity there is to be sought in the fact that before the operation started, the man flew to Berlin and expressed his
dissenting attitude to Midler. This is what he's trying to prove. This was a testimony taken in custody. And another question by Dr. Levy is answered. No, I didn't know that at that time. Ich darf nur auf den letzten Satz dieser Aussage hinweisen. Hier mit Vorschläge über Milderung der Maßnahmen in Dänemark, nachdem diese Aktion praktisch fehlgeschlagen war. He reports about proposals for mitigating the condition of the Jews after the previous drastic operation had failed. Nach den Vorschlägen Eichmanns verfahren wird. And in the last paragraph, he says, I would like to be informed whether the head office of Reich Security will act in accordance with Eichmann's proposals. Es ist zugesagt worden, dass es nun so gehandhabt wird. And the next document, that is the reply, the outcome of the previous one, they draw the conclusion and they say, yes, we shall act according to these proposals. We agree to follow these proposals. Judge Halevi, to the accused, were you authorized to propose measures benefiting the Jews? Nein, das konnte ich sicherlich nicht machen. Aber ich hatte den Befehl, nach Kopenhagen zu fahren, um dort mit dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei in SD und dem Reichsbevollmächtigten die Sachen zu besprechen, die zu diesem Aufruhr geführt haben, um ihn zu glätten. Und da habe ich an Ort und Stelle die Vorschläge, die die Stellen zu machen hatten, entgegengenommen, denn ich konnte es ja nicht selbst entscheiden, und habe es nach Berlin gebracht und habe es dort dem Amtschef vorgetragen, der die Sache entweder selbst oder von seines Vorgesetzten entschieden wurde. Judge Halevi, in other words, these were proposals put forward by other people. Tatsächlich Vorschläge, die von den Leuten in Dänemark gemacht wurden. By the people in Denmark. Ich nehme das an, Herr Richter, es geht ja auch aus der Urkunde hervor. Law. Ich gehe über. No, I couldn't, of course, do it, but I went to Copenhagen in order to clarify with the security police and SD commander and the Reichsplenipotentiary what to do in order to put an end to riots which broke out as a result of what of the anti-Jewish operation. And then I went to Berlin and reported thereon. And the Berlin authorities, say my superiors, took appropriate measures. To the next question by Judge Halevi, the answer is, I believe this was the case, and this transpires also from the documents. Original number 1244. Es schreibt hier Benzler an das Auswärtige Amt. In the first document, Benzler is writing to the Foreign Ministry. The date is the 12th of September 1941. There is particular significance to this document because of the handwritten marginal notations at the bottom. Deswegen muss ich den Text hier etwas ausführlicher vortragen. The handwritten notation says, Eichmann proposes death by shooting. That is the reason why I have to go into this document in some detail. Bei jetzigen inneren Zuständen nicht möglich, da Sicherung nicht gewährleistet. Judenlager behindern und gefährden sogar unsere Truppen. So ist sofortige Räumung des Lagers von 1200 Juden in Sabac notwendig, da Sabac Kampfgebiet und in Umgegend aufständige Banden in Stärke von mehreren tausend Mann festgestellt. Andererseits tragen Juden nachweislich zur Unruhe im Lande wesentlich bei.
Im Banat hat, seit dort Juden entfernt worden sind, hier in Serbien besonders schädliche Gerüchterei sofort aufgehört. Abschiebung zunächst männlicher Juden ist wesentliche Voraussetzung für Wiederherstellung ordnungsmäßiger Zustände. Ich wiederhole daher dringend meine Bitte. Falls sie erneut abgelehnt wird, bleibt nur noch sofortige Abschiebung nach dem Generalgouvernement oder Russland, was aber erhebliche Transportschwierigkeiten machen dürfte. Andernfalls muss Judenaktion vorläufig zurückgestellt werden, was gegen die mir von Herrn Reichsaußenminister erteilte Weisungen. Unterschrift Wenzler. I quote the document. Under the present circumstances, it is impossible to transfer them into labor camps since it is difficult to provide security measures. Jewish camps create obstacles and dangers even to our own troops. Therefore, it is necessary to start immediately evacuating the camp at Savach, which includes 1,200 Jews, the reason being that Savach is an area of combat and gangs comprising several thousand men have been detained in the area. These are rebel bands. On the other hand, it has been proved that the presence of the Jews in the country contributes considerably to unrest and disturbances. In the Banat area, here in Serbia, the rumor mongering has stopped instantly from the moment the Jews were removed from that area. The immediate deportation of, first of all, Jewish males is an absolutely necessary precondition for the restoration of regular circumstances. For that reason, I repeat urgently my previous application. Should it be turned down once again, the only alternative left would be deportation to the general government area of Poland or to Russia. However, this would probably create considerable transport difficulties. Failing that, the Jewish operation would have to be suspended temporarily, but this would be in contravention of the orders I have received from His Excellency the Foreign Minister. Die handschriftliche Notiz, auf die es hier ankommt, scheint von Rademacher zu sein, lautet nach Auskunft Sturmbannführer RSHA römisch 4 D römisch 6 Aufnahme in Reichsgebiet und Generalgouvernement unmöglich. Nicht einmal die Juden aus Deutschland können dort untergebracht werden. Eichmann schlägt Erschießen vor. The marginal notation in handwriting says, according to information received from the head office of Reich Security, deportation from Department 4D4, deportation to the government general area is impossible. Nor to Russia or to the Reich itself. Eichmann proposes death by shooting. Dazu gehören nun das nächste Dokument. The next document also belongs here. Yes, it is 875. Bitte ich vorzunehmen, Seite 3. Es ist oben nummeriert. I would like to draw attention to page 3,
The numbers are up on top. It is page 3 of the document itself, not the covering letter. Sind Erklärungen von Rademacher. These are explanations provided by Rademacher. On page 3, we read, bin ich am 13.9. Vortrag bestellt worden. Ich erinnere mich noch genau, dass ich ihm gegenüber saß, als ich mit dem Reichssicherheitshauptamt telefonierte und dass ich die handschriftlichen Stichworte über Eichmanns Antwort aufschrieb und während des Telefonats zu Luther hinüberschob. Eichmann hat dem Sinne nach gesagt, dass die Militärs für die Ordnung in Serbien verantwortlich seien und aufständische Juden eben erschießen müssten. Auf meine Nachfrage wiederholte er einfach erschießen und hing auf. On page 3 at the bottom you read as follows, and I quote, on the basis of a memo drawn up by Luther on the 12th of September, I was asked to give a report on the 13th of September. I remember precisely that I had been sitting across from him as I had been talking on the telephone with the head office of Reich Security, and I had been writing keywords in my handwriting about the reply which Eichmann was giving me over the telephone. And at the time of this telephone conversation, I pushed the piece of paper across the table to Luther. According to the content of the conversation, Eichmann said that the military people were responsible for order in Serbia and they would just have to shoot the rebel Jews. When I questioned him again about this point, he simply repeated, shooting, and then he hung up the phone. Judge, the president of court, in the middle of page 4, there is something also in regard and in connection to the same matter. Yes, I wanted to get to that passage now. Habe ich als Hinweis auf eine zwar harte, aber völkerrechtlich doch zulässige Repressalie gegen Aufständische angesehen, für die bei den militärischen Besatzungshürden die Entscheidung und Verwaltung und Verantwortung lag. The quote on page 4 is the following. If Eichmann said very snidely, shooting, then I regarded this as a reference to a statement which was very harsh but justified from the international law point of view as a reprisal measure against rebels and for which the responsibility lay in the hands of the military authorities. They had both the responsibility and the authority to decide in such a matter. Now, Mr. Witness, would you like to comment on this quote, Eichmann says, shooting? Ich habe eine solche Äußerung nicht getan. I did not hätte sie say auch nicht tun this. Können, weil eine solche Äußerung den Zuständigkeitsbereich meinerseits bei weitem überschritten hätte. I could not have expressed this opinion of mine because this would have been not within my jurisdiction. Als ich nun in den Besitz dieser Dokumente kam, um in ihnen zu arbeiten, habe ich mir diese Angelegenheit besonders gründlich vorgenommen. When these documents came to my hands for me to prepare, I read them through
and weighed carefully. Durchaus bekannt ist. Because I knew how serious the accusation Als was. Als erstes habe ich festgestellt, dass zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Reichssicherheitshauptamt der gegenseitige, die gegenseitige Bearbeitung in bedeutend geringeren Angelegenheiten mit einer bürokratischen Akkuratesse erledigt wurde, die es mir von Haus aus sehr merkwürdig erscheinen ließen, dass eine solch wichtige Angelegenheit hier mit einer einfachen Randnotiz abgetan hätte werden sollen. First, I realized that this correspondence between the foreign ministry and the head security office for the Reich in less important matters were always done with bureaucratic accuracy, and it seemed strange to me that such an important matter be solved by simply writing down a few remarks in the margin of a document. Und hier diese Stelle las, da hatte ich mir die Sache überlegt und hatte sie mir gewissermaßen bildmäßig vorgestellt. Denn Rademacher sagt, er sei zum Vortrag befohlen worden und erinnere sich noch genau, dass er Luther gegenüber saß. Und während des Telefonats hätte er Luther die handschriftlichen Stichworte Eichmanns hinübergeschoben. When I saw the document 1241 and read the first sentence, I tried to imagine to myself how the situation was in fact. Rademacher says that he was called upon to report and to make propositions, that he faced Luther, and whilst the conversation was carried on over the telephone, he wrote this note to Luther across. Persönlich, als auch Luther durch den Dienstbetrieb. I was familiar with Rademacher and Luther by daily contact within the framework of our office. In seinen Stichworten genau anzufangen, nach Auskunft Sturmbannführer Eichmann, RSHA, 4D6, da hat er sich geirrt, und so weiter, diese Sache aufzuschreiben. And yet, Rademacher found it and considered it necessary to add in his own handwriting, after it has been clarified with Sturmbannführer Eichmann of the Reich, 4D6, etc., etc. Wäre also bei einer flüchtigen Hinwerfung von Stichworten überflüssig gewesen. If this was actually a list of keywords jotted down during a conversation, these remarks were superfluous. In Poliakow Urkunden gefunden auf Seite 305, auf Seite 350. I also found a number of documents on page 350 of Poliakov's book, as well as on page 448. Auf Seite 350 ist ein Schreiben des bevollmächtigten kommandierenden Generals in Serbien vom 10.10.41 angeführt. In dem heißt es, on page 350, there is a letter of the 10th October 41 from the commander and chargé d'affaires of Bessarabia. In Serbien ist aufgrund der Balkanmentalität notwendig, die Befehle des Oberkommandos der Wehrmacht in der schärfsten Form durchzuführen. In Serbia, the orders issued by the commander-in-chief must be implemented strictly. In allen Standorten in Serbien sind durch schlagartige Aktionen umgehend alle Kommunisten und so weiter, sämtliche Juden, eine bestimmte Anzahl anderer festzunehmen. In Serbia, one must seize and arrest communists
and Jews, as well as a certain number of others, with surprise actions. Bis zu eröffnen, dass sie bei Angriffen auf deutsche Soldaten oder Volksdeutsche als Geiseln erschossen werden. The hostages must be informed that they will be shot to death if there is any attack on security forces or on Volksdeutsche. Der zweite Befehl des Kommandierenden, des bevollmächtigten Kommandierenden Generals in Serbien vom 19.10.41. The second order of the 19th October 41 on behalf of the commander in the plenipotentiary of Serbia an das Wachregiment Belgrad besagt, die Exekution ist an 1600 festgenommen durch Wachregiment Belgrad zu vollstrecken. It says that this should be implemented and the 1600 hostages should be executed by the Home Guard in Belgrade. In den nun folgenden Akten, wo die Angelegenheit in sehr drastischen Worten berichtlich geschildert wird vom Auswärtigen Amt, nicht mehr erwähnt. I myself, my name is no more mentioned in the continuation of correspondence where the description is drastic of the actions and steps followed later. Wichtige Empfehlung gegeben, wäre es naheliegend, dass ich in der Fülle der noch vorhandenen Akten doch irgendwie einmal genannt worden wäre. Whilst had I given these recommendations, it is quite understandable that my name would have appeared at least once again in the existing documents. Hingegen habe ich ein Dokument, Staatsanwalt Nummer 652, DAF 884, festgestellt, worin Weizsäcker, der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, den offenbar den Ton und die Aktivität seiner Beamten im Auswärtigen Amt mit Schrecken zur Kenntnis genommen hat, denn es heißt darin, im zweiten Absatz, on the other hand, I found in document original number 652 that Weizsäckerisch of the Foreign Ministry was shocked when he realized the actions taken by his own men, as is said in the second paragraph of that document. Dagegen geht es über Benzlers und des Auswärtigen Amtes Aufgabe hinaus, darin aktiv mitzuwirken, wie die dafür zuständigen militärischen und inneren Instanzen das Judenproblem innerhalb der serbischen Grenzen bewältigen. And this is also not within the jurisdiction and duties of Benzler and Foreign Ministry officials to act towards the solution of the Jewish problem in Serbia, which is a matter for the military authorities and the local authorities in Serbia itself. Heute mündlich dasselbe gesagt. Es wird sich empfehlen, ihn noch entsprechend schriftlich zu unterrichten. Last paragraph in the same document, this is what I said today to the arrestee Benzler himself, to the regent, that this must also be put in writing. Ist also offenbar den Beamten des Auswärtigen Amtes zuteil geworden, denn ihre Aktivität ist in der Tat sehr undiplomatisch gewesen, aggressiv und vorpreschend. This is how the Foreign Ministry men were reprimanded, that their actions was undiplomatic, arrogant, and not within their jurisdiction. Und weil mir bekannt ist, dass es, wenn auch zu den seltenen, aber immerhin Gepflogenheiten der Instanzen zählte, wenn Vorgänge dem Chef vorgelegt wurden, dieselben vom Sachbearbeiter durchgegangen wurden und hier oftmals nachträgliche kleinere Korrekturen vorgenommen wurden, muss ich in diesem Fall unterstellen, dass Rademacher diese Randnotiz nach Kenntnisnahme der Einstellung Weizsäckers zu diesen Angelegenheiten
hier nachträglich zugesetzt hat. Ich kann nur noch einmal erklären, ich habe eine solche Empfehlung nicht gegeben. And in spite of the fact that this was most unusual, it did happen sometimes that a document would be handed from one worker to another in the same department before being put before the head of the office, and that the men in this office would introduce corrections into the document itself. Therefore, I must take it that Rademacher saw the document after he realized the negative position taken by Reitzecker, and he himself introduced the corrections appearing in the document. In conclusion, I must stress once again that I did not give this order. Ich komme zu dem nächsten Dokument.